Alles klar, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Die Maus kann, glaube ich, eigentlich raus hier, brauchen wir gerade nicht. Ja, bevor es so richtig losgeht, kurzer Hinweis, es ist zwar jetzt hier ein Stream und so, soll aber theoretisch auch auf YouTube kommen. So, jetzt funktioniert auch der Controller, alles klar. Gut, dann auf jeden Fall für die Leute, die es auf YouTube angucken, willkommen zu einem, ich weiß nicht, ob komplett durchgespielt wird, aber auf jeden Fall gucken wir es uns mal an. Die Early Access Version von Rogue Legacy 2. Und ja, es ist auch wohl auch deutlich noch Early Access, wie man hier zum Beispiel sieht. Hier kommen noch verschiedene Biome, gibt es einfach noch gar nicht. Die werden erst noch released in ein paar Tagen. 44 Tagen. Und ja, wir gucken aber trotzdem mal rein. Gehen wir kurz auf Slot 1. Ich habe das vorhin mal kurz gewechselt. Hallo Fenriswolf. Ja, und wir fangen einfach mal an. Diejenigen, die auf YouTube ein bisschen meinen Kanal schon kennen, die kennen den Vorgänger vielleicht auch schon. Oh Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das aussprechen soll. Estuaries, keine Ahnung. Estuaries. Sign the contract and all your children shall succeed you. Aber auf das Spiel an sich können wir gleich noch in Ruhe eingehen. An der Stelle die Frage an Fenris, ist das einigermaßen flüssig oder nicht? Mir wird die ganze Zeit angezeigt, dass mir hier ziemlich viele, ja, Pakete verloren gehen. There's no turning back. Beziehungsweise mal so, mal so. Ja, links, rechts zum Bewegen. Wir spielen entweder einen Typen mit Pferdeschwanz oder eine Dame, man weiß es nicht. Ja, und wir spielen eine Ritterin. Können bewegen, laufen, schlagen, springen. Hier ist scheinbar Gondor. Ah. Ups. Okay. Und wir können einen Sprung nach unten, einen Schlag nach unten machen. Das ist auch praktisch. Wir nehmen das Geld mal mit. Selbst wenn wir noch nicht wüssten, wofür es gut ist, ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Läuft alles ganz gut, Ton passt auch. Alles klar, cool. Dann gucken wir mal hier rein. Ich nehme an, es ist Lore. We've managed to cross the waters undiscovered. A few guards patrolled the west walls, but we were able to remove them without raising a signal. Alles klar. At sundown we'll start ascending the wall. Provisions should be waiting for us at the top. Jay. Haben wir eigentlich? Scheinbar nicht. Kommt was zu fragen, ob wir einen Dash haben schon oder so, aber nö, bisher nicht. Ich finde es ein bisschen komisch, dieser Angriff nach unten, der ist irgendwie auf LB, was ein bisschen komisch zum Drücken ist. So, X to attack. Kann ich auch? Nein. Und da ist ein Gegner. Aber die kennt man schon so ungefähr aus Teil 1. Ich gehe jetzt noch nicht drauf ein, wie das ganze Spiel funktioniert, das werden wir wohl rechts hatte ich sowieso noch sehen. Was wurde mir gerade gesagt? Ah, okay, wie man runterdroppt. Das haben wir jetzt eh schon gemacht. Ich bin noch sehr gespannt, ob ich sehr auf die Lore mich konzentrieren werde, weil, ehrlich gesagt, so beim Streamen kann ich mich echt schwer darauf konzentrieren, jetzt auch noch irgendeine Geschichte nebenbei zu verstehen. Kein Boss, oder? Man kann auch extrem langsam laufen. Okay, good to know. In Air, runter und A, to spin kick. Er kann also be used to spin kick. Ach so. Das heißt, wir können einfach A drücken. Das ist das gleiche wie das hier. Ja gut, und dann. Huch! Ah! Okay, man darf nicht dauerhaft gedrückt halten nach unten. Und nu? Oh. Okay, das ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Ach so, in der Wand. Ja, gut. Mann, bin ich unfähig. Und wir haben es da oben. Hätte ich da noch hochgemusst? Ups. Lass mich nicht einfach nach unten und X drücken kann zum Angreifen. Ich bin neugierig. Ist hier irgendwas? Scheinbar nicht. Entsprechend, da das Ganze natürlich noch kein vollständiges Spiel ist, können wir das Ganze natürlich auch noch gar nicht komplett durchspielen. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen, ne? Ich bin auch nicht sicher, wenn ich das jetzt so aufnehme und so. Ich meine, den anderen Teil. Ich glaube, ich habe den ersten Teil nicht mal durchgespielt. Es wurde mir einfach irgendwann zu schwer. Oder stimmt das überhaupt?
Warte mal, ich habe das doch Let's Played. Ich weiß gar nicht, ob ich da den Endboss besiegt habe. Ehrlich gesagt, das ist schon so lange her. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch Teleporter scheinbar, aber rückwärts geht nicht. Shortly after taking damage, aerial recovery. Aerial? Wie auch immer. Ups. Das heißt, wir müssen jetzt hier sogar Schaden kriegen, um weiterzukommen. Na gut. Ja, aber wenigstens. Also wird gerade geschrieben, bei der Lore kann sogar Dark Souls nicht mithalten. Aber wenigstens wird sie einem hier direkt gesagt und man muss nicht erst, alles in irgendwelchen... Ah! Ah! Oh. Was haben wir denn hier? Und ja, wir haben einen Feuerball, den wir benutzen können. Und ich habe keinen blassen Schimmer, worum es da geht. Hui! Manchmal hat es ebenfalls auch seine Vorzüge, irgendwo dumm runterzufallen, so wie ich gerade. Man findet Zeug, was man sonst nicht gefunden hätte. Dabei hätte man es gerade eben sogar sehen können, oder war das vorher unsichtbar? Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Das ist übrigens hier gerade alles noch Prolog, also geht noch gar nicht los, so richtig jedenfalls nicht. Und schon wieder das nächste. Wer auch immer Jay ist. Spells auf B und Talents. Kost Mana and Restore Mana by Hitting... Restore Mana by Hitting Enemies. Der kostet doch gar nichts. Ah ja, wir kriegen 5 Mana pro Schlag zurück. Ich will volles Mana haben, bevor wir weitergehen. Kriegt man auch Mana, wenn man... Nein. Ja, ich hab's gerade nochmal extra verlängert, ich weiß. Tut mir leid. Und wisst ihr was, ist total unnötig, weil... Oh, ich hatte erwartet, dass es hier jetzt einfach so einen Trank gibt, der es direkt gibt, aber nö. Ja, damit kriegen wir es tatsächlich nicht auf. In air, quick open trapdoors. Can also be used, ja, Ich frage mich, ob man von da oben auch kommen kann, wenn man es irgendwie andersrum läuft. Sollen wir mal kurz zurückgucken? Und theoretisch kommen wir sogar wieder nach oben. Wobei müssen wir schon einen echt merkwürdigen Weg jetzt finden. Nee. Ach komm, gehen wir einfach weiter. So. Und durch da. Das eigentliche Rogue Legacy basiert ja auf was ganz anderem als dem hier. Was laber ich da gerade? Ich meine, es sieht natürlich schon mal ähnlich aus, auch wenn der Grafikstil jetzt ein bisschen anders ist. Ein bisschen weniger pixelig, ein bisschen mehr in Richtung polished. Und das ist ein Ladebildschirm übrigens. Citadella Agatha. Ja, und die Dinger hier kennt man. Das ist ein Teleporter. Das ist die Map, die wir gerade sehen. Und ich nehme an, dass wir jetzt im eigentlichen Spiel drin sind. Kann man ja eigentlich alles kaputt machen. Das kann man auf jeden Fall auch kaputt machen. Was ist mit der Tür hier? Nix. Okay, daran muss ich mich noch gewöhnen, wie das funktioniert. Ist halt schon so lange her. Ich weiß gar nicht, ob das früher auch schon so war, dass man irgendwie in der Luft A drücken und nach unten drücken muss. Diese Bilder hier, im ersten Teil könnte man da, gab es da einige davon, die haben dann angefangen zu leben und so. Sind rumgeflogen und... Au. Geht gut los. Hä? Okay. Die haben wir jetzt einigermaßen weg. Das heißt einigermaßen, sie sind weg. Die haben uns nicht mal ganz... Man kann da drauf stehen. Good to know. Und immer nach Rissen in den Wänden Ausschau halten. Oh, Schatzkiste. Nach unten oder rechts? Twitch-Stream, was sagst du? Na, okay. Runter. Wir haben noch gar keinen Dash oder so ähnliches, oder? Ich meine, wir können da einfach hinlaufen. Das ginge theoretisch. Mist. Theoretisch, aber nö. Ah! Okay, Concentration. Ich
Sollte theoretisch mal ein bisschen mehr meine Zauber nutzen. Ah. Ich finde es cool, dass die Augen jetzt sogar ein bisschen zornig aussehen, bevor sie schießen. Aber ich glaube, rot geworden oder sind sie beim letzten Teil auch schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein magischer Kamin. Und das Bild hängt schief. Ne, trotzdem nichts. Das brauchen wir gerade noch nicht. Was ist das hier? You hear thousands whispers, but you can't make out a voice. Okay, ist scheinbar noch nichts, was wir benutzen könnten. Oh. Fällt unsere Feuerkugel so weit runter? Nein. Oh. Auf jeden Fall haufenweise andere Gegnertypen dieses Mal. Ich meine, zumindest diesen Dolch hier zum Beispiel gab es vorher nicht. Oh. Ich wollte gar nicht aus der Map rausspringen. Ich wollte eigentlich nur ausweichen. Sind wir den wenigstens auch los? Der kann da ruhig ein bisschen rumzaubern. So. Oh. Ich dachte, der bleibt da nicht hängen. Das war überraschend. Wir könnten zurückgehen und kurz... das hat gerade ein bisschen geleckt. Und uns einfach mal das geile Schnitzel gönnen. Ist es jetzt ernsthaft weg? Haben wir es gegessen? Ja, haben wir doch nicht gemacht, oder? Die Plattformen verschwinden übrigens, wenn man drauf davon abspringt. Oh, oh Gott. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden nicht mehr lange leben. Wir sind dafür zu groß, oder? Ich sehe gerade noch keine gute Möglichkeit, da durchzukommen, deswegen laufen wir erstmal in die andere Richtung. Und sammeln so viel Gold wie möglich ein. Oh, perfekt. Ah, es heilt uns gar nicht komplett. Gut zu wissen. Da oben waren wir schon tatsächlich. Kommen wir da gerade gut durch oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Nö, kommen wir nicht. Das war echt scheiße. Weil man es nochmal probieren muss, ich Dödel. Okay, hier geht's auch noch runter. Oh Gott. Wirklich viel Zeug sammeln. Oh, das war knapp. Eins noch auf der anderen Seite. Gerade verschwunden oder habe ich die kaputt gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Entschuldigung. Nee. Wir haben noch keinen Dash, oder? Wüsste ich jedenfalls nicht. Oh Gott. Das war ein richtig schlechter Tod. Aber gut. Dann können wir jetzt endlich sehen, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Also... Lady Sarah has been slain by a hazard. Ja, You're invincible for a short while after you... What? For a short while after? Ach so, for a short while after using a diving bell teleporter. Okay. Ja, da sehen wir jetzt die Map, die wir erkundet haben, wo wir Gegner getötet haben und darunter auch welche wir getötet haben. Genau. Und jetzt haben wir hier links, sieht man noch, Lady Sarah... Und das Spiel funktioniert so, dass wir jetzt unseren Nachkommen auswählen, mit dem wir jetzt weiterspielen. Und so geht es immer weiter. Da haben wir zum Beispiel Sir Matt, Sir Glauber und Lady Fay. Und ja, die haben alle unterschiedliche Eigenschaften, zum Beispiel die Klasse, wobei momentan ist alles noch Ritter. Haben teilweise auch unterschiedliche Waffen tatsächlich, unterschiedliche Fähigkeiten und Traits. Also gewissermaßen Krankheiten. Der hier hat tatsächlich gar keine. Hat eine Shockwave als... Good Health als Knight, okay. Ein großes Schwert. Simpel und elegant, ja. Kann angreifen, während man sich bewegt. Das können offenbar nicht alle. Interessant. Das ist Stable Fable. Alles klar. Good at everything in perfect marriage material. Ja, den können wir doch nicht nehmen eigentlich, ne? Wobei er hat blaue Haare. Wobei steht tatsächlich bei allen. Aber weil sie Knight sind wahrscheinlich. Shockwave, blast enemies away with an audible wave. Bounces off walls, klingt natürlich lustig. Was haben wir hier?
auch einen Schildblock. Also bis dahin sind die alle gleich. Dann haben die beiden einen Blaze Below. Burn Brutes by Blasting Bad Breath. Okay, wir haben also schlechten Atem in Yösa, den wir schießen können. Dieser hier ist außerdem farbenblind. Wobei noch nicht steht, was es bedeutet. Das muss man erst herausfinden, aber man kann sich bei dem zumindest denken. Und Associative Agnosia. Keine Ahnung, was das ist. Assoziierte ist Agnostizismus nicht, dass man nicht an irgendetwas glaubt? Ich bin mir nicht sicher. Das hat die hier auf jeden Fall auch. Momentan hat es, bringt es aber, glaube ich, noch gar nichts, wenn wir hier jemanden mit einer Trait benutzen, also auswählen. Später ist es so, dass je mehr Handicap ein Charakter hat, besser gesagt. Hast du gerade gesagt, kranke Leute sind schlecht? So meinte ich das doch nicht. Okay, also je mehr von diesen Traits ein Charakter hat, desto schwieriger wird das Spiel sozusagen. Und dafür kriegt man dann so einen Bonus auf Gold zum Beispiel, glaube ich jedenfalls. Können wir noch View Portraits machen? Ich nehme an, Sir Lee. Wer ist Sir Lee? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier noch Lady Sarah. Kann sein, dass das der aus dem ich... ich habe vorhin ein Ankündigungsvideo gemacht. Dass das einfach der ist. Aber keine Ahnung, warum der dann offiziell tot war. Ja, und wir nehmen, glaube ich, tatsächlich erstmal den Blauhaarigen. Weil es momentan die einfachste Wahl ist. Ja... Genau, und jetzt geht es noch darum, wir können uns jetzt praktisch, okay, steht jetzt noch nicht viel, aber hier bauen wir jetzt unser krasses Schloss auf, wo wir dann uns dann verbessern können und dann auch gleich rein können. Okay. Warum auch immer man das einfach mal ausschalten kann. Exit Skill Tree, das wollen wir nicht, wir holen uns erstmal die Universal Health Stare. Sozialismus at its worst. Trades now give gold modifiers. Genau, dadurch kriegen wir dann erst Gold. Durch die Trades. Kostet 50, das haben wir easy. Kaufen wir. Genau, und hier steht es jetzt auch nochmal. Your kingdom has decided to tax the rich to care for the poor. Gutes Prinzip eigentlich. A contentious decision for sure, but let's see how it pans out. Certain trades now give gold bonuses. Das heißt zum Beispiel, da oben sieht man es gerade. Wobei, ich wollte gerade sagen, bin jetzt nicht ganz sicher, sind die beiden außen, leiden die unter Gigantismus oder ist die in der Mitte einfach klein? Es kann beides möglich sein. Naja, wie auch immer. So, jetzt können wir noch weiterbauen. Hier können wir die Archery Range bauen. Before the invention of the Archery Range, most people practice by firing arrows at their neighbors. Ja, warum auch nicht? Und dadurch würden wir die Ranger-Klasse freischalten, die wohl mit dem Bogen schießt. Was haben wir noch? Aha, increases gold gain for certain trades. Das ist eigentlich eine gute Investition, sollten wir uns schon überlegen. Aber es kostet 1500, können wir sowieso noch nicht leisten. Also holen wir erstmal den Ranger. Bows for foes. Rain down the pain and fletch foes from afar with an assortment of arrows. Rangers can take a lot of hits. Okay, ist also ein bisschen instabiler. But they don't have to, when they're shooting enemies from a million miles away. Would you like to switch to the Ranger class? Wir probieren gleich mal aus, oder? Finde ich cool, dass es die Möglichkeit gibt. Genau. Hier eine Mess Hall. Ich weiß nicht, was das heißt. Mess Hall? A place to congregate, conversate and sometimes even consummate. Also einfach die Messe, schätze ich. Wir kriegen mehr Vitalität und dadurch mehr HP. Kostet nicht mal so viel. Was haben wir noch? Foundation. A good home needs a good foundation. Unlocks the blacksmith. Der ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und Enchantress Quarters. Du are the most capable Enchantress with a Palace of Pillows. Ich sag das mal ganz schnell hintereinander. Joa, Unlocks Enchantress. Kosten beide 150. Wie viel haben wir eigentlich gerade? 390. Das heißt, die können wir uns beide holen. Und das auch noch. Die Schmiede ist offen. What the blacksmith lacks is creativity, he makes up for an age. Gather blueprints for him and he'll stain the tired bones to the limit in order to craft you the most exquisite armaments you've ever seen. Ja genau, bei dem kriegen wir halt Zeug. Fashion Chambers. Was? Aerodynamics? Was?
Ergonomics and form fitting features all have their benefits. Increases max weight capacity. Ach so, es gibt ein Gewichtssystem. Das ist auf jeden Fall neu. Wir müssen auf jeden Fall die verzaubern. The pillow fort is open. Don't let her high fool you. The enchantress is smaller than she looks. Find runes for her and she can imbue you with magical powers, granting you the ability to siphon life from your foes, redirect damage and improve your magical repertoire. Jetzt kommt ja auch noch Französisch dazu. Was haben wir hier? Etching Chambers, a sacred ground where Squid Poop is used to inscribe ancient symbols into human flesh. Das klingt ja lecker. Increase maximum rune capacity. Ich glaube, kaufen wir uns das schön. Ja, komm, wir holen uns noch einmal ein bisschen Gesundheit dazu. Jetzt haben wir nur noch 40. Ich glaube, dafür können wir uns wahrscheinlich nichts mehr holen. Butcher's Shop. Barbarians say eating vegetables makes you weak. They also have scurvy, so what do they know? Is scurvy scorbut? Ich nehme es mal an. Und Academy. To cast a spell, one must learn how to word it up. Unlocks the Mage Class. Und was haben wir noch? Offshore Bank Account. Alles klar. Create loopholes and save on Charon's taxes. Unlocks Offshore Investment. Das erklärt sich gleich. Aber jetzt können wir erstmal ganz kurz. Kostet 50. Ja, knapp.